Hier ist wieder das Mittel von YouTube. Heute mal wieder eine Shotgun. Und zwar eine, die mit einem Schuss 3 Darts abfeuert. Da wünsche ich mal viel Spaß mit dem Video. Die Lennart Triple Shot Shotgun habe ich beim DBD gekauft, beim Dart Plaster Dealer. Der wohnt bei mir in der Nähe. Hat damals keine 30 Euro gekostet, denn ich habe einen extra Preis bekommen, weil ich bei dem richtig viel Geld gelassen habe. Denn ich habe bei dem damals den Airzone Puncher gekauft, also die Gatling, die habe ich euch ja bereits ja auch schon vorgestellt. Und dann noch den Airzone Quickfire Beltfeld, das Sturmgewehr. Das hatte ich dann auch noch mit dabei genommen. Ja, leider ist sie derzeit nicht bestellbar. Ist auch nicht schlimm. Warum das so ist, seht ihr nachher im Video. Und so wurde er geliefert. Hier haben wir den Plaster, da unten die Darts. Und auf der Rückseite wird der Plaster nochmal dargestellt und dann halt, wie man lädt und schießt. Ja, dann packen wir den doch mal aus. Ja, und so schaut der Plaster aus. Verarbeitung ist ja gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Hier vorne haben wir die Trommel. 1, 2, 3, 4 Schuss a 3 Darts könnt ihr verschießen. Bei jedem Mal laden dreht sich die Trommel. Hier haben wir diesen Pumpgriff, den macht er dann nach hinten und wieder nach vorne und dann dreht sich die Trommel, habt ihr ja gerade gesehen. So, hier haben wir noch so ein kleines Rail, da könnte man noch irgendwas dran anbringen, Zielfernrohr oder sowas. Hier ist der Trigger, hier haben wir die Schulterstütze. Hier könnt ihr dann noch Darts als, ich sag mal so, Ersatz reintun. Machen wir 3 Stück hier rein. So. So schaut er von der anderen Seite aus. Hier sieht man noch so einen Aufkleber, Total Extreme. Und jetzt muss ich gerade mal hier wieder aufmunitionieren, weil da haben wir ja gerade geladen. Und dann könnt ihr jetzt hier einen Schuss abgeben. Und ja, dann gehen dann 3 Darts automatisch raus. Und das macht er dann so lange, bis er komplett durchgeschossen hat. Und jetzt schauen wir mal, wie weit die so fliegen. So, wir haben jetzt die Shotgun und zwar von 5 bis 25 Meter ist alles möglich und dann machen wir jetzt mal ein paar Schusstests. Ja, dann wollen wir mal. So, halten Sie mal gerade. 7 Meter. Oh wei, oh wei, halt mal ein bisschen schräger. Knapp 9 Meter. Und das sind so, ja, ich gebe mal eine gute 8, aber... sag mal nichts dazu. Also, cool ist, da kommen halt immer 3 Darts auf einmal raus, aber 7 maximal 9 Meter ist möglich. Und das ist natürlich nicht so pralle. Ja, 7 bis 9 Meter, nicht gerade prickelnd. Ich habe mal ein paar Dartex reingemacht. Oh weia. Das ist ja gar nichts. Ne, könnt ihr voll vergessen. Da schaffst du vielleicht mal 5 Meter mit. Ja, nehmen wir mal ein paar Whistler. Oh, oh, das habe ich glaube ich schon kaputt. Ne, geht doch. Zack. Ne, könnt ihr voll vergessen. Da geht überhaupt nichts und der wollte jetzt gar nicht raus. Ja, die Darts fliegen nicht so weit, weil, seht ihr mal den Durchmesser, der ist bei den Originalen, die dabei waren, viel größer als, sagen wir zum Beispiel jetzt, bei den anderen Darts. Ich habe jetzt mal ein bisschen Misch gemacht, Originale und meine China Darts. Und ja, die anderen gehen jetzt gar nicht raus, weil die einfach zu fest drin sitzen. Das ist auch richtig schwer jetzt hier rauszuziehen und die halt locker flockig. Und daran liegt es halt, ja, dass die nicht so weit fliegen, die anderen Darts. So, ihr garstigen Entlein, jetzt geht es euch an den Kragen. Und gucken wir mal, ob wir da was treffen. Ja, die Reichweite ist wirklich unter einer Kanone. Das sind vielleicht 3 Meter und ihr habt gesehen, die hat jetzt schon abgekackt. Ja, und manchmal dreht sich auch die Trommel nicht. Habt ihr ja gerade gesehen. Okay, einen Versuch machen wir noch.
Ja, neuer Versuch. Schade ist halt, dass man keine anderen Darts da reinstecken kann, weil die dann zu fest sitzen und nicht vorne aus der Trommel rausfliegen. Boah, da muss ich ja schon so schräg halten. Jetzt hat sie sich wieder nicht gedreht. So. Ja, gut, bei 3 Darts pro Schuss trifft man natürlich was, aber im Großen und Ganzen ist das Ding der letzte Schrott. Ja, nur mal zum zeigen, wie schlecht die Reichweite ist. Der Hydra-Soldat steht ca. 10 Meter weg. Ja, waren vielleicht 5 Meter. Also, ihr habt zwar mal 3 Darts pro Schuss, aber die fliegen halt vielleicht 7 Meter weit. Junge, 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 ist das Ding Kackes. Die Verarbeitung war eigentlich okay gewesen, sieht auch ganz nett aus. Aber absolut grottenschlecht, was die Reichweite angeht. Ihr habt ja gesehen, am Anfang waren es so 5 Meter, maximal vielleicht 7 Meter. Dann ist aber die Luft raus. Cool ist halt, ihr gebt einen Schuss ab und dann kommen 3 Darts raus. Das war es aber auch schon gewesen. Deswegen, ich kann sie keinem empfehlen, die sich anzuschaffen. Nichtsdestotrotz, ich wollte es euch mal gezeigt haben. So seid ihr jetzt bestens informiert. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.